Mainz. Wenn Sie noch im Bett liegen, legen Sie sich nach links, streicheln Sie Ihre Kinder, sagen Sie guten Morgen oder gehen nach rechts, tun Sie Ihrer Frau was Nettes an. Aber entspannen Sie sich, nehmen Sie eine Tasse Kaffee. Mensch, Pippi, du hast doch gesagt, ich darf doch vorher noch was sagen. Pippi, du hast doch gesagt, ich darf vorher noch was sagen. Mein Gott, nochmal. Herzliches Willkommen an alle kleinen und großen Zuschauer hier im Studio und auch bei Ihnen zu Hause. Musikalisch sind wir eingestiegen mit dem Frankfurter Sing- und Spielkreis in unsere Sendung 2x3 macht 9. Dieser Titel aus dem berühmten Pippi Langstrumpf-Film, das ist das Motto, der Titel für unsere heutige Sendung. Er ist auch deswegen ein Motto, weil 2x3 macht 9, stimmt natürlich nicht, wissen auch alle Kleinen. Aber Pippis Art, die Welt zu sehen, die zeugt von einem gigantischen Vorstellungsvermögen. Und das ist klasse, das wollen wir doch alle haben, gell? Ja. Gut, vielen Dank für Ihre Wissen. 2x3 macht 9, unser Titel heute. Wir haben Musiken von Kindern, über Kinder, mit Kindern. Wir haben hier jede Menge Gäste eingeladen. Wir präsentieren Ihnen auch alte Bekannte, aber wir wollen uns auf jeden Fall der Art des Träumens widmen. Beispielsweise in dem Musical Mary Poppins. Da ist es dieses Kindermädchen namens Mary, was zusammen mit seinem Freund Bert, dem Bert eben oder auch Bert ausgesprochen, den Kindern ihre Art des Lebens beibringt. Das tut sie, indem sie ihnen einfach nur die Lieder vorsingen. Und jetzt präsentieren wir Ihnen die besten Melodien aus diesem weltbekannten Musical, und dazu haben wir Jolanta Theresa Kuschnick und Anthony Gebler mit Mary Poppins. Und sing!
Chimini, Chim, Chimini, Chim, Chim, Cherry. Der Mann auf dem Schornstein, der hat was für Sie. Chim, Chimini, Chim, Chimini, Chim, Chim, Cherry. Er bringt Ihnen Glück und die Liebe dazu. Er bringt Ihnen Glück und die Liebe dazu. Er ist der Mann, den wohl jeder mal braucht, wenn einmal im Haus der Schornstein nicht raucht. Junge und Alte bei uns hier im Land, die geben dem pechschwarzen Herrn gern die Hand. Chim, Chimini, Chim, Chimini, Chim, Chim, Cherry. Der Mann auf dem Schornstein, der hat was für Sie. Chim, Chimini, Chim, Chimini, Chim, Chim, Cherry. Er bringt Ihnen Glück und die Liebe dazu. Er bringt Ihnen Glück und die Liebe dazu. Superkalifragilistisch, expiallegorisch. Dieses Wort ist wunderbar und außerdem rhetorisch. Will man meine Meinung hören, sag ich kategorisch. Superkalifragilistisch, expiallegorisch. Als kleiner Junge war ich leider immer ziemlich stumm. Und alle Lehrer in der Schule hielten mich für dumm. Doch dann hab ich ein Wort gelernt, das ihr euch merken könnt. Seit ich es kann, da gelte ich als sehr intelligent. Oh, superkalifragilistisch, expiallegorisch. Dieses Wort ist wunderbar und außerdem rhetorisch. Will man meine Meinung hören, sag ich kategorisch. Superkalifragilistisch, expiallegorisch. Jolanta Kuschnick und Anthony Gabler. Ja, seit es Filme gibt, gibt es auch welche, in denen Kinder die Hauptrollen spielen. Einer der bekanntesten Kinderfilme, wo Kinder die Hauptrolle spielen, ist bestimmt Wenn der Vater mit dem Sohn. Da ist der kleine Oliver Grimm und der unvergessliche, der große Heinz Rühmann. Es ist die Geschichte um einen Clown, der mit einem angenommenen Sohn durch die Lande zieht. Irgendwann im Verlauf des Filmes verliert der Heinz Rühmann den Sohn an die leibliche Mutter. Dieser Film hat seit seiner Premiere bestimmt so manche Träne gerührt und viele, viele Herzen auch bestimmt angesprochen. Ein Hit daraus, die bekannteste Melodie, ist das Gute-Nacht-Lied La Le Lu. Das hatte vor kurzem eine ganz wunderbare Renaissance. Und zwar wurde es neu produziert als Video mit ein bisschen Disco-Beat unterlegt und wurde, wieder erwarten, ein Hit. Und genau das haben wir jetzt für Sie und für euch alle hier. Der große Heinz Rühmann, der Disco-Beat und La Le Lu. Wissen zu können, für den Kinder und Kindern eine große Rolle spielt. Reinhard May, freut mich, dass du früh gekommen bist. Du hast ja begonnen hast du ja als Mann mit der Gitarre, als Protestler, Intellektueller der 60er, 70er Jahre und dann zum Kinderliedautor. Wie macht man das so einen weiten Weg? Du, durch Kinder, durch Fortpflanzung. Einfach so. Eigene Erfahrung, ja. Wie viele hast du? 3. Wie ist das, wenn man jetzt Lieder für Kinder macht, muss man da anders rangehen? Also früher hast du nur Zeitung gelesen, heute Journal geguckt und dann hast du ein Lied gemacht. Nein, ich glaube nicht, das ist egal, ob man für Kinder oder für große Kinder schreibt. Man muss sie ernst nehmen und man muss aufrichtig sein. Ich glaube, Kinder haben ein ganz besonders feines Gespür dafür, wann sie angeschmiert werden sollen. Und in dieser Falle darf man nicht gehen. Also können wir was lernen von Kindern? Ganz sicher. Ist es auch irgendwo ein bisschen für das Kind in Reinhard May? Ganz bestimmt. Die Kinder erziehen mich. Deine Kinder. Schade, dass wir die nicht da haben. Wäre interessant gewesen. Okay, wir werden dich heute zweimal hier hören. Und jetzt als erstes deinen bekanntesten Song über den Verhältnis zu Kindern. Keine ruhige Minute. Also, ja, so ist klar. Öffne die Kehle, quäl die Saiten. Was habe ich in all den Jahren ohne dich eigentlich gemacht? Als Tage noch tagelang waren, wie hab ich sie nur rumgebracht? Ohne Spielzeug zu reparieren, ohne den Schreck, der Nerven zehrt, ohne mit dir auf allen Vieren durchs Haus zu traben als dein Pferd. Keine ruhige Minute ist seitdem mehr für mich drin. Und das geht so, wie ich vermute, bis ich 100 Jahre bin. Du machst dich heute in meinem Leben so breit, dass ich vergessen hab. Was hat es eigentlich gegeben, damals, als es dich noch nicht gab? Damals glaubte ich, alles zu wissen, bis du mir die Gewissheit nahmst. Wie glaubte ich, etwas zu vermissen, bis an den Tag, an dem du kamst? Keine ruhige Minute ist seitdem mehr für mich drin. Und das geht so, wie ich vermute, bis ich 100 Jahre bin. Das
Haus fängt doch erst an zu leben, seit dein Krakeelen es durchdringt. Seit Türen knallen und Flure beben und jemand drin Laterne singt. Früher hab ich alter Banause, Möbel verrückt, verstellt, gedreht. Ein Haus wird doch erst ein Zuhause, wenn eine Wiege darin steht. Keine ruhige Minute ist seitdem mehr für mich drin. Und das geht so, wie ich vermute, bis ich 100 Jahre bin. Tiefen und Höhen hab ich ermessen, Ängste und Glück waren reich beschält. Das war ein leises Vorspiel dessen, was ich mit dir erleben will. Denn du kommst und gibst allen Dingen eine ganz neue Dimension. Und was uns nun die Jahre bringen, miss ich an die kleine Person. Keine ruhige Minute ist seitdem mehr für mich drin. Und das geht so, wie ich vermute, bis ich 100 Jahre bin. Keine ruhige Minute ist seitdem mehr für mich drin. Und das geht so, wie ich vermute, bis ich 100 Jahre bin. Reinhard May, Reinhard, geh noch nicht gleich weg. Wir brauchen dich noch ein bisschen später. Seit Menschengedenken haben sich alle möglichen Komponisten und Musiker Gedanken darüber gemacht, wie man Musiken Kindern näher bringen kann. Und da kam man auf geniale Ideen. Und eine der gelungensten davon ist Peter und der Wolf von Sergei Prokofjew. Im Prinzip wird da einfach nur eine kleine Geschichte erzählt. Aber jedem Menschen und jedem Tier sind Instrumente und Melodien zugeordnet. Und so lernt man auch gleich noch das Orchester dabei kennen. Und jetzt präsentieren wir Ihnen das Jugendsinfonieorchester Hessen unter der Leitung von Hubert Buchberger. Und Sie spielen jetzt Peter und der Wolf. Und Reinhard, spiel doch bitte den Erzähler. Es war ein wunderschöner Morgen, als ein kleiner Junge auf der Wiese erschien. Peter. Fröhlich wurde Peter von seinem Freund, dem kleinen Vogel, begrüßt. Glücklich darüber, ebenfalls den Morgen genießen zu können und auf dem See ein wenig zu schwimmen, tauchte auch die Ente auf. Nachdem sich der Vogel und die Ente darüber gestritten hatten, warum der eine nicht schwimmen und der andere nicht fliegen könne, bemerkte Peter einen weiteren Gast am Teich, die Katze. Die Katze wollte sich den unaufmerksamen Vogel schnappen, doch Peter warnte seinen kleinen Freund und schwupp flog der Vogel auf einen hohen Baum. Während alle mit der Jagd der Katze nach dem Vogel beschäftigt waren, erschien plötzlich der Großvater auf der Wiese. Er schimpfte mit Peter. Dieser Ort ist gefährlich. Was machst du, wenn plötzlich der Wolf hier erscheint? Er brachte Peter fort. In der Zwischenzeit jedoch geschah genau das, was der Großvater befürchtet hatte. Auf einmal stand er da,
der große graue Wolf. Wolf sprang auf die Ente zu und verschlang sie mit einem Bissen. Jetzt wollte er auch noch Katze und Vogel verspeisen, doch die beiden flüchteten schnell auf einen Baum. Peter hatte aus der Entfernung alles gesehen. Rasch kam er mit einem Seil heran. Und während der kleine Vogel den Wolf ablenkte, band Peter eine Schlinge und warf diese so geschickt, dass sie sich um den Schwanz des Wolfes legte. Voller Wut drehte dieser sich um seinen eigenen Körper, doch zu spät. Er war gefangen. In diesem Moment kamen die Jäger herbei, die den Wolf schon lange verfolgt hatten. Die Jäger wollten den Wolf erschießen, aber Peter sagte, halt, wir wollen ihn lieber in den Zoo bringen. Und so brachten alle zusammen den Wolf in den Zoo. Vorne ging Peter mit stolz geschwellter Brust, dann kamen die Jäger mit dem Wolf und dahinter der Großvater. Im Bauch des Wolfes schnatterte die Ente und über allen kreiste lustig der kleine Vogel. Für Peter war es der aufregendste Tag in seinem Leben. Sinfonieorchester Hessen unter der Leitung von Hubert Ruchberger, Peter und der Wolf von Prokofjew. Und nach diesen klassischen Klängen nun zu einem modernen Märchen, ein modernes Märchen in moderner Musik. Ein kleiner Drache befreit ein junges Mädchen aus dem ewigen Eis und nach vielen Abenteuern entdecken die beiden schließlich ihre wahre Liebe füreinander. Die Experten von unter Ihnen und wahrscheinlich alle Kleinen werden natürlich wissen, wovon ich spreche. Natürlich von dem Rockmärchen von Peter Maffay, Tabaluga und Lilly. Und jetzt aus dem großen Finale dieser gigantischen Bühnenshow. Wir kommen zu einem weiteren Sänger, der im letzten Jahr mehr Platten verkauft hat als Herbert Grönemeyer. Er war aber noch nie im Fernsehen. Sein Name ist Detlef Jöcker. Er kommt aus dem flachen Land irgendwo im Nordwesten dieser Republik. Und ich freue mich, jetzt hier begrüßen zu können, Detlef Jöcker und Menschenkinder. Lang, lang.
Schritt. Nimmt uns Pinocchio auf die Reise mit. Wir steigen in sein Kindertraummobil. Das flitzt davon und schon sind wir am Ziel. Ein nagelneuer Roboter begrüßt uns dort sehr nett. Er reicht uns seine Eisenhand und schüttelt sie ganz fest. Auf dem bunten Zirkuszelt. Er weiß, was allen Kindern gut gefällt. Ja, Clown Sporelli heißt der liebe Mann, der immer laut und lustig lachen kann. Auch Dinosaurier Dino, der lebt hier sehr gesund, ist kistenweise Blattspinat und wird dann dick und rund. Und Menschenskind. Ja, heute gibt es irgendwie richtig tolle Kindermusik und Kinderlieder. Wenn ich daran denke, was meine Mami immer gehört hat, als ich klein war, das war immer nur Jimi Hendrix, Deep Purple und Led Zeppelin. Also heute haben es Kinder wirklich besser und nettere Musik. Aber denke ich an meine Kindheit zurück, was da so im Fernsehen angesagt war, was da wirklich richtig gut war, dann war das eigentlich nur, kann man nur sagen, die Augsburger Puppenkiste. Das Theater, das 1948 von Walter Oehmichen gegründet wurde, ist wohl das bekannteste seiner Art in Deutschland. Alle Puppen werden in liebevoller Handarbeit selbst geschnitzt. Zu den beliebtesten Stücken, die vielen in bester Erinnerung sind, gehören Kleiner König Kalle Wirsch. Kann man denn nicht mal in Ruhe sein Mittagsschläfchen halten? Ist das da drüben nicht im Wirtshaus? Da könnte man vielleicht ein Schälchen Hesemilch bekommen. Bilbo und seine Bande, die Abenteuer der Blechbüchsenarmee und dann natürlich Urmel aus dem Eis. Ach, Urmel, ein Stück habe ich jetzt daraus mit Absicht nicht genannt, denn daraus wollen wir einen kleinen Ausschnitt zeigen. Ein kleiner Junge verlässt mit Lukas, dem Lokomotivführer, und der Lok Emma seine Heimat, die Insel Lummerland. Sie durchqueren fast die ganze Welt und der Junge, der entdeckt dabei seine eigene Vergangenheit. Natürlich ist das Ganze gewürzt mit sehr, sehr, sehr viel Musik. Jetzt also Mats ab für Jim Knopf, der Held meiner Kindertage. Und wir bleiben gleich bei den Kinderfilmen und der Musik. Wir haben angefangen mit 2x3 macht 9. Das war Pippi Langstrumpfs Lieblingssong. Aber die Astrid Lindgren-Filme haben natürlich noch viel mehr Songs, viel mehr Melodien und viel mehr Hits auch gehabt. Und jetzt haben wir wieder den Frankfurter Sing- und Spielkreis. Und sie präsentieren uns die besten, die Lieblingsfilm- und Buchgestalten von Astrid Lindgren. Heute leg los. Yeah.
klatschen Sie, klatschen Sie. Ja, wunderbar. Märchen haben unsere Fantasien schon immer angeregt. Und ein Märchen in Noten, das ist eigentlich besonders dafür geeignet, sich in diese Welt hineinfallen zu lassen. Und eines der schönsten Beispiele für ein vertontes Märchen ist Engelbert Humperdings Hänsel und Gretel. Die Kinderlieder, die schon ein bisschen nach Volksliedern klingen da drin, die haben doch bestimmt sehr wohl beigetragen zu der weltweiten Verbreitung dieser Oper. Und jetzt begrüßen wir hier bei uns im Studio 3 des ZDF, richtig hier auf dem Lerchenberg, zwei junge Opernsängerinnen, die die bekanntesten Stücke aus Engelberts Oper singen. Und da haben wir Heidrun Cordes als Gretel und Gabriele Künstler als Hänsel. Suse, liebe Suse, was raschelt im Stroh? Die Gänse gehen barfuß und haben kein Schuh. Der Schuster hat's Leder, kein Leisten dazu. Drum kann er den Gänslein auch machen. Also gehen die halt barfuß. Schuss. Steht im Wald auf einem Bein und hat auf seinem Kopf Schwarzkäppchen klein. Sagt, wer mag das Männlein sein, das da steht auf einem Bein. Mit dem kleinen schwarzen reich ich dir einmal hin, einmal her, rundherum, es ist nicht schwer. Tanzen soll ich arme Wicht, Schwesterchen, und kann es nicht. Darum zeig mir, wie es braucht, dass ich tanzen lerne auch. Mit den Füßchen tap, 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 mit den Händchen klopp, klopp, klopp. Einmal hin, einmal her, rundherum, es ist nicht schwer. Mit den Füßchen klopp, 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 mit den Händchen klopp, klopp, klopp. Einmal her, rum, es ist nicht schwer. Beides hast du gut gemacht, eines hätt ich nicht gedacht. Seht mir doch den Hänsel an, wie der tanzen lernen kann. Fingerchen tick, tick, tick. Einmal hin, einmal her, rundherum, es ist nicht schwer. Mit dem Köpfchen nick, nick, nick. Mit den Fingerchen tick, tick, tick. Einmal hin, einmal her, rum, es ist nicht schwer. Hänsel und Gretel. Und jetzt begrüße ich hier bei uns einen ZDF-Serienstar, Tobias Schenker. Hallo. Hallo. Du bist bekannt als der Junge mit den lilanen Haaren aus der ZDF-Serie Geheim oder was? Wo sind die lilanen Haare geblieben? Die haben nur zum Film gehört. Also zu Hause durfte ich wahrscheinlich sowas gar nicht machen. Okay, mal sehen, was du eigentlich machst. Für alle, die es noch nicht gesehen haben, Geheim oder was im ZDF, Tobias Schenke. Könnt ihr mir mal sagen, was hier los ist? Die wollen die S-Bahn klauen für irgendeinen so reichen Engländer, der sammelt sowas. Die warten nur noch auf den Tieflader. Bist du allein? Peter und die anderen, Matthias wartet draußen. Wir hatten die Schlüssel. Der Fahrer. Aber ein Bolzenschneider würde schon reichen.
Hier gibt's kein Werkzeug. Alles nur Schrott. Außerdem sind da eben noch zwei Männer gekommen. An deiner Stelle würde ich mich verstecken. Tobias Schenke, die zarteste Versuchung, seit es lila Haarfarbe gibt, so ungefähr. Wie hat sich denn dein Leben verändert, so als TV-Star? Eigentlich nicht viel, außer dass ich jetzt öfter mal für Castings geholt werde. Und naja, vielleicht denken manche, ich bin Angeber oder so. Es hat sich aber mit der Sache auch gelegt. Aha. Haben die denn recht, wenn die das denken? Ein bisschen. Ein bisschen? Wie gibst du denn immer so an? Weiß ich nicht. Kriegst du auch Fanpost? Zwei Briefe. Zwei Briefe? Ah ja, und von Jungs oder Mädchen? Mädchen. Hast du geantwortet? Ein. Ah, was hast du geschrieben? Weiß ich auch nicht mehr. Weißt du auch nicht mehr? Hat denn die Frau geantwortet darauf oder das Mädchen? Nö. Auch nicht. Das ist natürlich schade. Sag mal, welche Musik? Jetzt noch nicht. Welche Musik hörst du denn? Eigentlich Punk und Nirvana, Offspring, Green Day. Das ist eher der härtere. Wann geht's weiter mit der Serie? Im Herbst. Im Herbst. Dann musst du die Haare wahrscheinlich noch ein bisschen wachsen lassen, oder? Ja, so lange kriege ich sie nicht mehr, aber. Naja, vielleicht sollst du ein paar Bananen essen, soll helfen für den Haarwuchs, habe ich mir sagen lassen, hat Boris Becker mal gesagt. Tobias Schenke, der neue Serienstar hier bei uns im ZDF, mit seiner Serie Geheim oder was im Herbst wieder gedreht. Also ich danke, dass du da warst. Und wir wollen uns weiter der Musik widmen, diesmal getanzter Musik mit dem ZDF-Serienhit, der sogar noch im Kino eine Fortsetzung fand, Anna mit Silvia Seidel. In 20 Minuten arbeite ich mit dir, also fang mit dem Training an. Das da unten ist nichts für dich. Ja, das passiert alles, wenn man laut Walkman-Musik hört. Und jetzt noch einmal zum Jugendsinfonieorchester Hessen. Wir möchten jetzt ein Stück vorspielen, das heißt der erste Satz der Kindersinfonie von Leopold Mozart. Für alle Nicht-Insider, der Poldi, das ist der Vater von dem Wolfgang Amadeus Mozart. Also Maestro, bitte legen Sie los, aber halt, bedenken Sie Allegro. Thank you.
Judith, die ist 9, dritte Klasse. Viele haben ja von uns einen Traum, einmal mit einem Zirkus durch die Lande ziehen. Überall, wo man mit dem Zirkus gerade ist, die Zelte aufschlagen, mit Elefanten, Jongleuren, Dompteuren zusammenleben, das wäre schon eine klasse Nummer. Und weil das so klasse ist, haben wir uns überlegt, wir wollen auch ein bisschen Zirkus hier reinbringen. Denn auch der Fernseher, moderne Freizeitelektronik wie Video oder Computer haben nichts daran ändern können, dass Zirkus doch irgendwie immer noch eine der klassischsten Sachen ist, die es überhaupt so gibt. Und deswegen jetzt hier Bühne frei für den Kinderzirkus. Der Kinderzirkus. Und nach dieser wilden Akrobatiknummer nur noch mal zurück zu unserem Barden, der gerne Kinderlieder schreibt. Jetzt sein Stück, sein neuestes Stück, was vom Kleinsein, vom Großwerden handelt. Reinhard May mit Du bist ein Riese, Max. Kinder werden als Riesen geboren, doch mit jedem Tag, der dann erwacht, geht ein Stück von ihrer Kraft verloren, tun wir etwas, das sie kleiner macht. Kinder versetzen so lange Berge, bis der Teufelskreis beginnt, bis sie wie wir, erwachsene Zwerge, endlich so klein wie wir Großen sind. Du bist ein Riese, Max, sollst immer einer sein. Großes Herz und großer Mund und nur zur Tarnung nach außen klein. Du bist ein Riese, Max, mit deiner Fantasie. Auf deinen Flügeln aus Gedanken kriegen sie dich. Freiheit ist für dich durch nichts ersetzbar. Widerspruch ist dein kostbarstes Gut. Liebe macht dich unverletzbar, wie ein Bart in Drachenblut. Doch pass auf, die Freigeistfresser lauern, eifersüchtig im Vorurteilsmied. Ziehen Gräben unter Denkenmauern und Schubladen wie Verliese so tief. Du bist ein Riese, Max, sollst immer eine sein. Großes Herz und großer Mund und nur zur Tarnung nach außen klein. Du bist ein Riese, Max, mit deiner Fantasie. Auf deinen Flügeln aus Gedanken kriegen sie dich nie. Macht könnte dich beugen, keinen Zwang wüsste ich, der dich einzäunt. Besiegen kann dich keiner, nur überzeugen, Max, ich wäre gern dein Freund. Wenn du morgen auf deinen Reisen siehst, wo die blaue Blume wächst und vielleicht den Stein der Weisen und das versunkene Atlantis entdeckst. Du bist ein Riese, Max, sollst immer einer sein. Großes Herz und großer Mut und nur zur Tarnung nach außen klein. Du bist ein Riese, Max, mit deiner Fantasie. Auf deinen Flügeln aus Gedanken kriegen sie dich. Auf deinen Flügeln aus Gedanken kriegen sie dich nie. Jetzt gleich im Großwort. Ja, ich musste einfach hier anfangen bei diesem Bart. Männer müssen Bart tragen. In Steinau an der Straße läuft man so rum. Vielen Dank. Das war sie, unsere kleine musikalische Revue rund um Musik für Kinder, über Kinder. Ich hoffe, es hat Ihnen hier im Studio und Ihnen zu Hause genauso viel Spaß gemacht wie uns allen hier. Wir wollen noch schließen, indem wir noch mal
alle musikalischen Hits der Disney-Filmfabrik, Sie wissen schon, was es da alles so gibt, zusammenfassen. Und das tun jetzt für uns der Frankfurter Sing- und Spielkreis nochmal mit Jolanta Kuschnick und Anthony Gebler. Viel Spaß dabei. Ich wünsche Ihnen was und ich denke, ich sehe Sie morgen früh um 6. Bis dann. Tschüss. Der Sehnestadt Paris nennt man ein Haus, das Katzenparadies. Wer speist dort von silbernen Tabletts? Naturellement die Aristocats. Wer ist von Adel und hat ein süßes Näschen? Wer trinkt nur Sahne aus zauberhaften Gläschen? Wer lebt dort nach fürstlichem Gesetz? Naturellement die Aristocats. So feine Katzen haben Anmut, wenn sie mal spazieren gehen. So feine Katzen sind graziös, wenn sie auf allen Vieren gehen. Aristocats sind vornehm und man wird sie nie in dunklen Gassen oder hinter Höfen spielen sehen. Oh nein, sie zeigen nie wie andere ihre Krallen. Sie sind auch nicht der Arroganz verfallen. Comme il faut, sind Fürsten des Parketts. Naturellement die Aristocats. Städtchen und fühlst dich beschminkt. Du wirst von den Mädchen sofort umringt. Und hast du jeden Abend